Hallo, ich begrüße dich herzlich zu der Top Edition 104, wo leider schon auch der letzte Teil vom Summer Best Of ist. Und wir fangen gerade an mit. Was machst du? Ich lese deinen Tagesablauf durch. Was für ein Tagesablauf? Was ist das? 18.53 Uhr Lasagne essen. 18.56 Uhr Wasser bestellen. Sag mal, haben wir da eigentlich keine Privatsphäre mehr? Genau. Um das geht es jetzt nämlich in unserem ersten Bericht. Laut dem Chef von Google hat jeder, der nicht überwacht werden will, etwas zu verbergen. Aber sicher haben wir etwas zu verbergen, denn du willst doch nicht all deine Daten, also gesundheitliche Dokumente, deine Essgewohnheiten, dein Schulzeugnis, deine Privatsphäre und dein Privatleben öffentlich machen. Nur weil jemand sein Privatleben nicht preisgeben will, ist er noch lange nicht kriminell. Das ist auch dein gutes Recht, denn wir alle haben das Menschenrecht auf ein Privatleben. Der einen passt es und der anderen passt es nicht, dass ihr Privatleben immer mehr öffentlich gemacht wird. Man müsste schon mehr aufgeklärt werden, was jetzt wirklich preisgegeben wird. Zum Beispiel bei Facebook, wenn die einfach die Einstellung zum Beispiel wechseln und du zuerst noch 1 Milliarde Kreuzchen machen musst, ist einfach scheiße. Ja, ich finde, es ist kein Problem damit, weil man kann ja das zu einem gewissen Grad kontrollieren. Also auf Facebook kann ich selber entscheiden, was ich für Bilder von mir auflade und dann muss ich ja nicht mein Tagebuch daraus machen. Darum finde ich es okay. Also ich finde es relativ bedenklich, weil man sagt ja immer so wegen dem gläsernen Mensch, oder? Die Daten sind jetzt alle irgendwo im Internet, oder? Und man kann sie nicht einfach so löschen. Das Problem ist dann da, wenn irgendwelche Firmen meinen, sie könnten die Daten dann irgendwie wieder generieren, wieder überkommen, sie an jemanden verkaufen, der gefährlich ist. Ein Teil dieser Daten, die online gesammelt werden, wird gebraucht, um dich mit speziell auf dich zugeschnittener Werbung zu manipulieren. Dabei ist das Recht auf ein Privatleben ein Menschenrecht. Aber was beinhaltet das Recht dann genau? Unser Experte von Youth for Human Rights Schweiz, der Jason Hegetschwiller, hat es uns erklärt. Das Recht auf ein Privatleben, das ist eigentlich ganz einfach. Jede Person, so wie du, so wie ich, hat ein Leben. Und das ist eigentlich etwas Privates, das gehört einem selber. Und solange man nichts Illegales macht, hat auch der Staat nichts zu suchen im Privatleben. Niemand kann über dein Leben verfügen, außer du. Früher, wenn man jemanden überwachen wollte, hat man dieser Person mühsam eine Wanze anbringen. Heutzutage kauft man sich die Wanze selber und trägt sie sogar freiwillig und mit Stolz den ganzen Tag umeinander. Nämlich Smartphones. Zum Beispiel das iPhone nimmt laut The Guardian dauernd Geopositionen auf, die es an Apple weiterschicken könnte. So könnte Apple rund um die Uhr kontrollieren, wo ihre Users gerade stecken. Aber auch im Internet wird man dauernd überwacht und alle deine Daten werden gesammelt. Jemand, der unter anderem auch Daten sammelt, ist die NSA, also die National Security Agency, die täglich rund 1 Milliarde Gigabyte an Daten sammelt. Dass im Internet Daten so unsicher sind, passt den meisten Passanten gar nicht. Nein, das finde ich mega schlimm, weil die meisten Menschen sind sich gar nicht dessen bewusst, wie gefährlich das ist. Du weißt ja nie, wer die Daten irgendwann mal will kaufen oder gegen dich verwenden oder dann weiterverkaufen und wer nachher was über dich weiß. Sie sagen es ja nicht, du weißt nicht, was veröffentlicht wird und du hast eigentlich keine Kontrolle mehr. Das ist eigentlich. Ja. Das ist scheiße. Also für mich wäre es jetzt okay, wenn ich etwas vor 3 Jahren auf Facebook gepostet hätte, dass man es jetzt nicht mehr sehen könnte. Aber ja, einmal im Internet, immer im Internet. Und wenn man etwas postet, muss man einfach mit dem Gedanken auch schon ausgehen. Überwachung passiert aber nicht nur im Internet. Heutzutage wird man zum Beispiel an Bahnhöfen, Einkaufszentren, bei Bankomaten oder im Zug mit Videokameras überwacht. Auch wenn das den einen Leuten schon zu weit geht, will die EU Überwachung vom öffentlichen Raum verschärfen. Mit dem Projekt namens INDECT, das im Internet unter indect-project.eu zu finden ist, soll mit Hilfe von Überwachungskameras für mehr Sicherheit gesorgt werden. Sobald sich Leute auf der Straße auffällig benehmen, sollen sie sofort identifiziert und weiter überwacht werden. Außerdem sollen auch gerade Polizeidaten dazu abgerufen werden und das alles vollautomatisch.
Aber verletzt denn das nicht das Menschenrecht? Auf jeden Fall. Es wird quasi dafür geworben, dass mehr Sicherheit gewährleistet wird. Aber schlussendlich ist es eigentlich eine totale Überwachung. Ja, es ist einfach für die Sicherheit und dass wir keine Kriminalität mehr haben und so. Und das ist auch das Anti-Terror-Ding, das da in Amerika groß geschrieben wird. Aber schlussendlich pure Überwachung ist. Also das ist eigentlich fast wie in diesen Büchern 1984, oder? Wo er vorausgesagt hat, dass es so wird sein. Und das ist genau das. 1984 oder eben 1984 ist ein Roman vom Autor George Orwell, den er im Jahr 1948 geschrieben hat. Darin skizziert er einen totalen Überwachungsstaat, wo seine Bürger rund um die Uhr mit sogenannten Teleschirmen überwacht, die ähnlich wie Skype funktionieren. Heute sind wir praktisch schon fast so weit. Im Internet kann man sich aber auch ein Stück weit davon schützen, indem man sich zum Beispiel eine Mailadresse ohne seinen vollständigen Namen zulegt, wo man für Anmeldungen im Web brauchen kann. Oder ab und zu sein Handy abschaltet. Obwohl es ein Menschenrecht ist, wird es in Zukunft wohl immer schwieriger, ein Privatleben zu haben, wenn man es weiterhin so entwickeln lässt. Hey, was haben deine Socken für eine Farbe? Schwarz, warum? Hey, habt ihr gewusst, der Thiago hat pinkige Socken? Aber das stimmt doch gar nicht! Sind innen violett! Aber wenigstens ist es nicht im Netz gepostet worden. Dazu lernst du nämlich im nächsten Bericht einiges zu den Gefahren in Twitter. Nicht nur Vögel twittern, also zwitschern untereinander, sondern auch wir Menschen. Zwar nicht wie unsere zwei Vögel, aber über eine Social-Media-Plattform namens Twitter. Twitter ist nichts anderes als eine Kommunikationsplattform, wo Nutzer Kurznachrichten verfassen und auch überkommen können. Wie wichtig diese Nachrichten dann sind, das sei dann dahingestellt. Innerhalb von ein paar Sekunden können aber Menschen auf dem ganzen Planeten die Nachricht empfangen und sie weiter verbreiten. Das ist häufig der Grund, wieso Infos über Ereignisse zuerst auf Twitter auftauchen, bevor die Medien wie Fernsehen, Radio und Zeitungen überhaupt etwas davon wissen. Wie zum Beispiel der Tod von Osama bin Laden oder das Wunder vom Hudson River, wo schon lange, bevor es die Medien gewusst haben, auf Twitter diskutiert worden sind. Nachrichten auf Twitter sind aber meistens sehr oberflächlich und sagen nur aus, dass etwas passiert ist. Hintergrundinformationen und was genau passiert ist, liefern also nach wie vor die Medien. Ein Beispiel, das Twitter sicherlich von Vorteil war, ist der Fall des entführten äthiopischen Flugzeugs, das schliesslich in Genf gelandet ist. Aviatik-Fans auf der ganzen Welt haben schon viel früher gemerkt, dass etwas mit dem Flugzeug nicht stimmen kann. Was für einen Einfluss wird Social Media in Zukunft auf solche Ereignisse haben? Durch Twitter sind Aviatik-Fans den Medien weit voraus gewesen. Darum ist der Patrick auch für die Zukunft optimistisch. Aber ich finde eigentlich, dass sich in Zukunft wieder wird bewähren wird, dass man wieder so etwas davon wird hören, dass man wieder wird hören, es ist ein Flug entführt worden. Und dass es wahrscheinlich wieder die Ersten werden sein, die auf dem Flight Radar 24 das anschauen. Nachrichten wie diese sind sehr hilfreich für die Medien. Aber es gibt nicht nur richtige Nachrichten im Social Media. Häufig werden auch falsche Nachrichten verbreitet und falsche Todesmeldungen verkündet. Wie zum Beispiel, dass der Will Smith gestorben ist, was aber gar nicht der Wahrheit entspricht. Mit sogenannten Shitstorms sind schon x Promis auf Twitter vorzeitig für tot erklärt worden. Das ist ja weiter nicht so schlimm, aber es gibt Twitter-Falschmeldungen, die schlimmere Folgen haben können. Zum Beispiel, wo der Twitter-Account der US-amerikanischen Nachrichtenagentur AP gehackt wurde ist und die Falschmeldung verbreitet wurde ist, dass ein Terroranschlag aufs Weiße Haus gegeben habe und Barack Obama verletzt wurde. Daraufhin sind die Kurse an der Börse dramatisch gefallen und rund 136 Milliarden Dollar sind durch einen einzigen Tweet verloren gegangen. Twitter hat also positive wie auch negative Seiten. Zum einen kann schnell über Sachen informiert werden, noch bevor die Medien darüber Bescheid wissen. Zum anderen kann man auch ganz schnell grosse Shitstorms auslösen, die teilweise sehr ernsthafte Folgen haben können. Leute,
Wer hat wieder meine Tomaten geklaut? Von was redest du? Das bist sicher wieder du gewesen, gell? Hä, was? Du weißt ganz genau, wie letzten Montag. Es ist immer das Gleiche mit dir. Du weißt aber schon, dass deine Tomaten dort sind, oder? Ah. Und jetzt geht's weiter mit einem Bericht zur Unschuld bis zum Beweis der Schuld. Schuldig ist in unserem Land, wer seiner Schuld überführt ist, nicht wer Vorwürfen ausgesetzt ist. Anders ausgedrückt, jede Person, die wegen einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis von ihrer Schuld als unschuldig. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz. Und um genau das dreht sich im neuesten Menschenrechtsteil. Unschuldig bis zum Beweis der Schuld. Olivia Elmiger, ein Mitglied von Jugend für Menschenrecht, erläutert uns genauer, was das Menschenrecht denn genau beinhaltet. Ein Mensch ist unschuldig, das ist der Grundzustand. Und bis ihm bewiesen werden kann, dass etwas, was ihm vorgeworfen wird, er wirklich gemacht hat, bleibt er unschuldig. Und eine Verurteilung ist erst dann möglich, wenn bewiesen worden ist, dass er schuldig ist. Im Gegensatz zu, es wird jemandem etwas vorgeworfen, und man nimmt einmal an, dass er es gemacht hat, ausser er kann beweisen, dass er es nicht hat. Also wir basieren, unser Gerichtssystem basiert darauf, dass wir annehmen, jemand ist unschuldig, bis einem Schuld nachgewiesen worden ist und nicht umgekehrt, was zum Beispiel vor ein paar hundert Jahren noch der Fall gewesen wäre. Ein Urteil, das über einen gefällt wird, darf nicht davon abhängen, ob man arm oder reich ist, ob man schlau ist oder nicht. Es darf nicht von Zufällen oder Schlampigkeit geprägt sein. Es kann nicht sein, dass man verurteilt wird, weil man das Pech hat, sich eben nicht den besten Verteidiger leisten zu können oder einen der Richter nicht für voll nimmt. Was kann man aber machen, wenn man als Unschuldiger trotzdem vor Gericht verurteilt wird? Man hat die Möglichkeit, einen Entscheid anzufechten und ihn zum Beispiel als nächst höheres Gericht weiterzuziehen. Aber wenn es so weit kommt, ist natürlich eigentlich schon ein Fehler passiert. Idealerweise hätte man bereits während dem Verfahren Gelegenheit, sich zu verteidigen, und es würde gar kein falscher Entscheid fallen. Unschuldig bis zum Beweis der Schuld. Daran sollten sich vor allem Richter daran festhalten. Schuldig? Ja, auf jeden Fall. Sonst wäre er ja hier nicht angeklagt. Also ich kenne das Gericht ganz gut und ich würde sagen, gibt es keinen Unschuldigen auf der Anklagebank. Laut dem Justizmitarbeiter ist also jeder, der angeklagt wird, auch schuldig. Wenn ein Gericht ohne Vorurteil und Befangenheit entscheiden kann, dann sollte Folgendes nicht mehr passieren. 18 Jahre unschuldig in der Todeszelle. Der John Thompson hat sein halbes Leben unschuldig im Gefängnis verbracht. Für einen Mord, den er nicht begangen hat. Kurz vor seiner Hinrichtung haben seine Anwälte seine Unschuld noch beweisen. 35 Jahre unschuldig hinter Gitter. Der James Bain hat angeblich einen jungen Bub vergewaltigt, ist trotz Alibi verurteilt worden und hat anschliessend eine Haftstrafe von 35 Jahren bekommen. Jetzt ist er endlich frei. Seine Unschuld konnte bewiesen werden. So schwerwiegende Fälle sind in der Schweiz bisher nicht bekannt. Doch niemand kann garantieren, dass es nicht auch vorkommen kann. Das kommt natürlich auch in der Schweiz vor. Das kann man nicht hundertprozentig ausschliessen. Aber wir haben eine sehr gute Statistik, auch im Vergleich mit anderen Ländern. Unser System hat zum Beispiel das Prinzip, dass bei einer Untersuchung nicht nur der Schuldsmoment nachgegangen werden muss, sondern auch der Unschuldsmoment. Also wenn es Indizien gibt, dass jemand unschuldig ist, werden die ebenfalls untersucht. Aber leider klappt das nicht überall so gut wie in der Schweiz. Wie sieht denn das in anderen Ländern aus? Es braucht natürlich, dass man das System ständig untersucht und verbessert und auch Werkzeuge hat, wo eben Fälle, die durch das System durchgehen, können aufgegriffen werden. Und dann ist natürlich auch ein Faktor, dass nicht alle Länder gleich schwere Strafen haben. In der Schweiz zum Beispiel kommt man ins Gefängnis, aber Amerika hat Todesstrafe. Und ganz erschreckend ist zum Beispiel, dass eine Studie von der Columbia-Universität im 2007 ergeben hat, dass fast 70% von diesen zum Tod Verurteilten haben grobe Verfahrensfehler gehabt. Das heisst, sie sind möglicherweise zu Unrecht zu so einer schweren Strafe verurteilt worden. Und das ist natürlich ein wirkliches Problem. Man stolpert aber auch häufig im Alltag über das Menschenrecht. Jeder kennt es, man wird für etwas beschuldigt, wo man gar nicht gemacht hat. Ich hab dein Handy nicht genommen. Ich hab mein dein Gott, Handy schau nicht. Doch an. Was hast ist du das welche Gangster-Uniform? Siehst du all die Leute hier?
Warum bin ich derjenige, Welcher? Entschuldigung, Kumpel, okay? Oh, was? Mach jetzt keinen großen Aufstand und gib's mir wieder, okay? Hast du mich gesehen? Ich weiß, dass ich's geklaut habe. Wo sind deine Zeugen? Schau dich doch an. Hast du mich gesehen? Komm, hast du mich gesehen? Wo sind deine Zeugen? Ich brauch dich nicht sehen. Wo sind deine Zeugen? Hey, du hast das im Klo vergessen. Hey, hast du die Sendung schon fertig geschnitten? Sonst sind wir weg vom Fenster. Störe mich nicht die ganze Zeit bei der Moderation. Bürschli, ich sag's dir, mit dieser Einstellung hängt dein Arbeitsvertrag an einem ziemlich seidenen Faden. Und mit weiteren solchen Redewendungen geht's jetzt im Facebook weiter. In einem weiteren Teil von Videogang Facebook gehen wir wieder mal Redewendungen an, die ihren Ursprung vor langer Zeit hatten. Weg vom Feistersein. Hey, weißt du, wann das nächste DSDS ist? Nein, wieso? Ich will dort unbedingt mitmachen. Ja, komm, das lohnt sich doch nicht. Nach einem Jahr sind die sowieso wieder alle weg vom Feister. Hä? Früher, nachdem die Minenarbeiter am Abend völlig übermüdet wieder aus den Minen rausgekommen sind, haben sich alle zusammen vor dem Feister noch gemütlich gemacht, um die letzten Sonnenstrahlen zu geniessen. Wenn dort damals jemand von den Arbeitskollegen nicht dabei war, hat man angenommen, dass er entweder schwer krank oder tot war. Darum sagt man heutzutage noch, wenn jemand nicht mehr so aktuell ist, er sei weg vom Feister. Am seidigen Faden hängen. Ich habe gehört, Dennis hat gestern einen mega schlimmen Unfall gehabt und liegt mit schweren Verletzungen im Spital. Ja, ich habe gehört, sein Leben hängt an einem seidenen Faden. Hä? Diese Redewendung stammt aus einer Legende. In der geht es um den jungen Damokles. Der hat die ganze Zeit immer mega viel Glück bei Gewinnspielen oder sonstigen Sachen. Er hat damit aber auch die ganze Zeit bei seinem Chef angegeben, bis es dem zu dumm wurde. Er hat den Damokles zum Essen eingeladen und ihn auf seinen Stuhl sitzen lassen. Ihm sind viele Speisen aufgetischt worden, bis er satt war. Aber erst dort hat er gemerkt, dass über seinem Kopf die ganze Zeit ein Schwert am Rosshaar gehangen ist, wo jederzeit hätte runterfallen können. So hat sein Chef schauen, ob er wirklich immer so riesen Glück hat. Und sein Leben ist darum an einem seidigen Faden gehangen. Hast du schon immer mal wissen, wie es ist, eine schöne Skulptur zu kreieren? Oder hast du schon mal bei einer TV-Produktion hinter und vor der Kamera stehen? An den Tagen der offenen Türen kannst du nämlich den Alltag von 18 verschiedenen kunstorientierten Betrieben und Vereinen beobachten. Schau einem Mediamatiker bei einer Moderation über die Schulter. Lass dich von der Galerie von einem Maler verführen, der wunderbare Landschaften auf die Leinwand gezaubert hat. Oder wird bei einer Textilgestalterin ein Zeuge von der Entstehung von einem seidenen Schal. Das und noch viel mehr kannst du am 13. und 14. September in Wangenbrötisel erleben. Die Content Makers sind mit der Videogang natürlich auch dabei. Also mach bei der Wishbox eine Sendung, wo man Freunde grüßen mit und dreh um elektronischen Glücksrad, wo du einen garantierten Preis kannst gewinnen. Wir warten auf dich! Kunst? Kunsthandwerk und kreatives Gestalten in Wangenbrütisellen am Samstag, 13. September und am Sonntag, 14. September, vom 11. bis am 6. Unsere Klöne sind jetzt leider gegangen. Und somit auch die Zeit vom Summer Best Of. Das war es leider schon wieder mit dem letzten Summer Best Of von diesem Jahr. Und wir sagen dir nur noch Tschüss. Nein, es brennt. Fuck, es raucht. Bitte, mach bitte.